Kinder zu Konsumenten erziehen, indem sie viel brauchen, weil sie das, was sie eigentlich, wonach sie wirklich eine Sehnsucht haben, nicht bekommen? Oder wollen wir eine junge Generation, die sich mit Tatkraft, mit Begeisterung, mit Kreativität und mit viel Teamgeist daran macht, eine neue Zukunft zu bauen? Deutliche Worte des Neurowissenschaftlers Gerald Hüther während des überregionalen Bildungskongresses am 26. Mai 2009 im Reichenbacher Neuberin-Haus. Als einer der Referenten spricht er vor etwa 500 Gästen aus der gesamten Bundesrepublik, die der Einladung des evangelischen Schulvereins Vogtland gefolgt sind. Das Motto lautet: Vom Belehren zum Lernen. Impulse einer modernen Lernkultur in Kita und Schule. Weil ich glaube, dass vieles von dem, was wir über die neue Lernkultur erfahren haben und erfahren, es geht ja immer weiter, die Forschung geht immer weiter, dass das an unseren Schulen nur unzureichend oder noch gar nicht umgesetzt ist. Auch für die angereisten Wissenschaftler ist das einer der schwerwiegendsten Missstände. Wir haben eigentlich gar kein Erkenntnisproblem mehr. Wir haben ein Umsetzungsproblem. Wir wüssten, wie es ginge. Und wir kriegen es nicht hin. Das ist nicht eine Frage, ob man will oder nicht will. Das ist eine Frage, ob man einsieht, dass man sich das leisten kann. Und Deutschland kann sich das leisten. Auch der Schirmherr der Veranstaltung, der Landrat des Vogtlandkreises, macht zum Auftakt des Kongresses deutlich, wie wichtig es ist, das gesamte Schulsystem der sich rasant verändernden Welt anzupassen. So wird es nicht gehen. Dieser Ansatz dieser lateinischen Überlegung der damaligen Zuordnung, was ist der Mensch in der globalisierten Auffassung von Betrachtung, Homo sapiens alleinweise gebildet genug, ist das, denke ich, was Sie heute hier in Reichenbach versuchen, miteinander auszutauschen. Professorin Ada Sasse ist Vorsitzende des Konsortiums Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre. In ihrem Referat nimmt sie die Bildungsbedingungen aus der Perspektive von Kindern unter die Lupe, angefangen in der elterlichen Wohnung bis in die Schule. Sie spricht sich gegen Zensuren aus, weil sie nicht das Ende der Bewertung bedeuten, und gegen das Sitzenbleiben. Wer nicht tanzen kann, der wird nicht ein Tanzfest aufsuchen, der hat seine Talente woanders und wird die pflegen. Aber von Kindern verlangen wir genau das. Sie sind gescheitert, sie sind mit einer Situation nicht zurechtgekommen, und durch das Sitzenbleiben bringen wir sie noch einmal in genau dieselbe Situation. Also etwas, was für Erwachsene völlig undenkbar ist, muten wir Kindern ganz ohne Schwierigkeiten zu. Auch der Lehr- und Lernforscher Kersten Reich, der die konstruktivistische Didaktik entwickelt hat, plädiert für die Abschaffung der Zensuren, weil sie das Lernen behindern. Und auch er fordert Veränderungen. Eine Beziehungsdidaktik, in der Lehrer unterschiedliche Lernwege anbieten, eine offene Schularchitektur statt Kasernenbau und Mitbestimmung der Schüler. Er spricht von der Stoffentfrachtung des Lehrplans und der Verlangsamung des Lernens. Unsere Kultur verspricht uns den größten Erfolg dann, wenn wir mit möglichst geringstem Aufwand ganz viel Geld verdienen. Das ist das, was wir im Fernsehen sehen, das ist das, was in unserer Kultur sehr oft als Vorbild gelebt wird, und das ist das, was dem Lernen am meisten schadet. Lernen funktioniert nach dieser Gesetzmäßigkeit überhaupt nicht. Lernen ist Aufwand, Lernen kostet Zeit, und für Lernen muss man auch Zeit geben und Zeit lassen. Auch während des anschließenden Podiumsgespräches stehen einerseits die Kritik an der gegenwärtigen Lernkultur. Laut Statistiken gehen 40% der deutschen Schulkinder mit Angst in die Schule. Und aus neurobiologischer Sicht wäre es besser, man ließe die alle zu Hause. Es ist nicht möglich, unter Angst irgendetwas anderes zu lernen, als wie man der Angst entkommt. Und andererseits die Forderungen nach einer neuen Lernkultur im Mittelpunkt. Wir können einfach nicht so weitermachen wie bisher. Aufklärung, Bildung, alles ist nur positiv. Wir müssen auch immer mit eingebaut denken, diese Welt ist schwieriger. Während der Pausen herrscht reger Gedanken- und Meinungsaustausch unter den Kongressbesuchern. Und sie werden genutzt, um die Literatur- und Lernmaterialangebote zu begutachten. Auch im letzten Referat des Bildungskongresses in Reichenbach wird die gegenwärtige Schulkultur in vielen Schulen kritisiert. Eine Schulkultur, in der Kinder kein Vertrauen mehr haben,
in der Lehrer auch kein Vertrauen mehr haben. Eine Kultur, die die Angst schüren muss. Sie muss den Wettbewerb schüren, sie muss die Konkurrenz schüren, sie muss die Angst schüren, weil man erst über die Angst die Menschen instrumentalisierbar macht. Gerald Hüther spricht darum von der Notwendigkeit einer Schule, in die Schüler gerne gehen. Das Zauberwort dafür heißt Begeisterung. Sie werde das Schulsystem revolutionieren, weil das Gehirn so wird, wie man es mit Begeisterung benutzt. Die neue Pädagogik, in der Schule Spaß macht, kann nur so aussehen, dass man einer ist, der andere einlädt. Der, wenn er noch besser ist, andere ermutigt. Und wenn er richtig gut ist, der andere inspiriert, eine neue Erfahrung machen zu wollen. Sein Aufruf ist darum unmissverständlich. Und deshalb bräuchte man eigentlich eine Schulkultur, die sich immer nur von innen her erneuern kann. Und da kann man ewig warten, bis das von oben sozusagen angeordnet ist. Da müssten Sie versuchen, in Ihren eigenen Schulen ab morgen zu versuchen, diese andere Haltung zu leben und auf diese Weise dafür zu sorgen, dass dieser andere Geist in die Schule zurückkehrt, der dort eigentlich hingehört. Workshops, bei denen die Besucher mit den Referenten direkt ins Gespräch kommen, beschließen den Bildungskongress 2009 in Reichenbach. Das gespannte Publikum, sein Applaus und die angeregten Diskussionen der Besucher während der Pausen und nach dem Ende der Veranstaltung sind Belege für den Erfolg des Bildungskongresses 2009 in Reichenbach. Er ist auch Anlass für die Fortführung 2010. Alle Referate, die Podiumsdiskussion und ein ausführliches vertiefendes Interview mit jedem der drei Referenten finden Sie auf den beiden DVDs. Wir bedanken uns für Ihr Interesse an dem Bildungskongress in Reichenbach und freuen uns auf ein Wiedersehen 2010.